Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und in nicht mal mehr 3 Wochen steht das nächste internationale Turnier im Kalender. Ich bin besonders aufgeregt dieses Mal, denn nicht nur Holly, sondern auch Karlsson kommt mit und ich werde das erste Mal mit 2 Pferden auf so einem großen Turnier starten. Das möchte ich gerne zum Anlass nehmen, um mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ich so auf den internationalen Turnieren erlebt habe. Denn für mich war das ja absolutes Neuland, als ich überhaupt so angefangen habe, die internationalen Turniere als Zuschauer zu besuchen, aber dann auch eben letztes Jahr in Leipzig zu starten und ja das Ganze mal wirklich hinter den Kulissen erleben zu dürfen. Und diese Erfahrungen und diese Momente möchte ich gerne in diesem Video mit euch teilen. Ich durfte mittlerweile so viele tolle Veranstaltungen besuchen und war unter anderem auf dem CIO in Aachen, dem Hamburger Derby. Ich war sogar in Barcelona auf einem Turnier und auch in China und noch viele weitere tolle Stationen. Und ich habe ja so ein paar Highlights, die ich euch gerne davon erzählen möchte, bevor ich dann gleich so ein bisschen meine Hinter-den-Kulissen-Erfahrungen mit euch teile. Ein ganz besonderes Erlebnis war für mich in Leipzig, als ich dort auch gestartet bin, war auch die Verabschiedung von Talu BZ, einem ganz besonderen Hengst von Christian Ahlmann. Und ich hatte die für mich sehr besondere Gelegenheit, ihn bei seiner Box kennenzulernen. Und da kommen wir auch schon zu einer Sache, die mich super fasziniert hat. Denn egal auf welchem Turnier wir waren und egal in welchem Stallzelt wir eingestellt haben oder in welcher Halle, die Pferde sind immer alle entspannt gewesen. Ich habe nie gesehen, dass da richtig ein Pferd Stress hat, dass es unentspannt ist. Natürlich, wenn man jetzt so anreist, jetzt gehe ich doch schon richtig rein, aber das ist etwas, was mich am meisten fasziniert hat. Bei der Anreise hat man es vielleicht nur mal, dass die Hengste 2-3 Mal ein bisschen brüllen, aber ansonsten ist die Atmosphäre in den Stallungen immer super entspannt. Und deswegen war das für mich auch ein besonderer Moment, Talu BZ dort zu sehen und zu treffen und dann die Verabschiedung live aus der Halle mitzufilmen. Denn für mich ist der Sport halt eben viel mehr als das, was im Parcours passiert. Denn der Sport hat so viele Facetten, so viele Emotionen und dazu gehört halt eben auch, dass auch die Profis mit ihren Pferden ein Team sind. Ein weiteres Highlight war für mich das Hamburger Derby im letzten Jahr, denn ich durfte in der Bahn stehen, als am Sonntag halt eben ja, das Derby stattgefunden hat und diese Emotionen werde ich niemals vergessen. Von allen Seiten die Zuschauer, die haben mitgefiebert, sich mitgefreut und dann eben auch der Reiter in der Bahn. Ich finde auch, dass das etwas Besonderes ist an unserem Sport, eben diese Leidenschaft mit einem anderen Lebewesen zusammen, ein Team zu sein und diese Emotionen halte ich euch auch gerne mit der Kamera fest. Wir warten ja oft am Ein- und Ausritt und halten das fest, wie sich eben Reiter und Pfleger über die Runden freuen. Die Pfleger haben auch meistens schon Leckerli parat. Das sind ganz, ganz schöne Aufnahmen und tolle Szenen, die ich euch immer wieder gerne zeige. Eine Frage, die auch, glaube ich, mir am meisten gestellt wird, zu dem Thema internationale Turniere und Stallzelte ist die Frage, wie die Reiter und Pfleger mit den Pferden halt umgehen. Und da muss ich euch sagen, ich
habe noch nie so einen professionellen Umgang mit Pferden erlebt, wie halt eben auf diesen Turnieren. Auf den ländlichen Turnieren erlebt man wesentlich mehr Frustration und auch mal unfaires Verhalten den Pferden gegenüber. Man merkt einfach, dass auf den großen Turnieren absolute Pferdemenschen sind, die ganz viel Erfahrung haben, ihre Pferde kennen und vor allen Dingen auch die Abläufe kennen. Und von daher, das, was ich erlebt habe, war immer super fair und professionell. Und auch die Pferde sind einfach in der Situation immer entspannt und bekommen ein Wellnessprogramm, davon können viele Pferde nur träumen. Deswegen bin ich einfach super überzeugt und begeistert davon, wie das eben bei den Profis auch abläuft. Doch nicht nur in Deutschland, auch in China und Barcelona durfte ich mal hinter die Kulissen schauen bei einem großen Turnier. In China durfte ich ja sogar starten. Das war sehr spannend, denn China ist ja doch noch nicht so ein Land, was Reitsport als Mainstream oder als Massensport hat. Trotzdem war auch hier der Umgang mit dem Pferd super fair, super professionell. Ich denke, da steckt auch viel Arbeit drin und aus Gesprächen mit En Garde weiß ich auch, dass die sehr, sehr viel dafür getan haben, dass in China der Reitsport ja noch besser wird und die einfach noch mehr Know-how bekommen für den Reitsport und für den Umgang mit Pferden. Aber es war einfach eine tolle Erfahrung und es war schön zu sehen, dass egal wo ich bis jetzt war, man immer bedacht ist, dass es den Pferden gut geht und dass alles funktioniert, dass das Equipment stimmt etc. Weil das sind doch so Dinge, die mir auch sehr wichtig sind. Ich könnte euch jetzt noch stundenlang weitere Highlights aufzählen. Unter anderem CIO Aachen, letztes Jahr Nationenpreis. Dann war für mich natürlich Wiesbaden auch ein Highlight, wo ich mit Holly meine ersten M-Springen geritten bin und tatsächlich sogar über den Reitsport im Fernsehen als Co-Moderatorin sprechen durfte. Das war auch super aufregend, das werde ich nie vergessen. Aber jetzt möchte ich euch doch gerne meine Erfahrungen noch ein bisschen teilen und euch ein bisschen mehr darüber erzählen, was ich so erlebt habe mit meinen Pferden auf den großen Turnieren. Und da habt ihr auch einige Fragen immer mal wieder gestellt zum Thema Anreisen und was man mitnehmen muss. Das wäre jetzt auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich. Ich kann euch sagen, man muss eigentlich alles mitbringen, außer die Box, denn die steht schon. Aber die gerade auch die Profis, die mit irgendwie vielen Pferden anreisen, die haben nochmal einen extra Anhänger nur für Streu, für Heu, für Futter und sowas mit. Man braucht eine eigene Karre, man braucht halt das ganze Equipment, was man halt eben
ja sonst auch im Stallalltag braucht, bringt man mit, denn es ist nichts vorhanden. Und ja, wir haben mittlerweile auch schon so unsere Routine mit dem Packen. Wir wissen ganz genau, was eingepackt werden muss. Aber am Anfang war ich so ein bisschen überfordert damit. Und das ist aber wirklich eine Sache, da kriegt man ganz schnell Routine. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass die Pfleger das so gut im Griff haben. Also oft ist das, dass ein Pfleger irgendwie auf 5 Pferde kommt und selber anreist alleine mit dem großen Transporter und Anhänger dahinter, alle Boxen selber einrichtet, alles ablädt. Die Pfleger helfen sich aber auch immer untereinander. Die Reiter stoßen dann auch oft noch dazu, aber es ist halt so, dass es wirklich manchmal so ist, dass sie das ganz alleine managen und wuppen, und da kann man echt mal ein Lob aussprechen, denn das ist nicht selbstverständlich, und das ist auch eine Meisterleistung, denn mit einem Pferd und das, was wir rankarren müssen, ist das schon so, dass wir fast in Stress geraten, weil man muss sich auch mal beeilen, denn man hält dann meistens, also man anreist mit dem Anhängertransporter eben vor den Stallungen, aber da wird er nicht geparkt am Ende. Das heißt, man lädt aus und fährt ihn dann weg. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich alleine würde so einen riesengroßen Transporter fahren mit Anhänger, 5 Pferden und würde alles alleine ausladen, das ist schon auf jeden Fall eine ordentliche Herausforderung, und ich bin immer wieder erstaunt, wie die das so machen und wie viel Routine dahinter steckt. Als Amateur zwischen den Profis, muss ich sagen, fühle ich mich immer so klein mit Hut. Also es ist wirklich, dass ich da echt sehr, sehr viel Respekt auch vor deren Leistung und deren Reiterei habe. Und auch vor allen Dingen so auf dem Abreiteplatz jedes Mal ein bisschen aufgeregt bin, wenn ich dann zwischen einem Christian Ahlmann, Markus Ehning und Co. reite. Das ist immer wieder, ja, für mich ein ganz besonderer Moment, und ich habe auch die Frage schon mal bekommen, ob man irgendwie merkt, dass oder ob die Reiter einem das Gefühl geben, dass man ja nicht einer von den Profis ist und vielleicht, dass die auf dem Abreiteplatz rücksichtslos sind. Ich konnte die Frage nicht ganz verstehen, weil ich glaube, da macht kein Reiter einen Unterschied, denn ich glaube, der faire Umgang auch untereinander und der respektvolle, dass man sich nicht mit Absicht in den Weg reitet oder dass man eben jedem dem Raum auf dem Abreiteplatz gibt, den er zum Abreiten braucht, ist, glaube ich, so, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und ich muss sagen, dadurch, dass auch das Reiten sehr professionell ist und ihre Pferde super im Griff haben, ist auch das Abreiten mit denen zusammen auf dem Abreiteplatz für mich zwar aufregend, aber immer super einfach und super entspannt, weil irgendwie jeder sein Pferd im Griff hat und da keine Kamikaze-Touren irgendwie auf dem Abreiteplatz laufen. Grundsätzlich ist auch so das Klima in den Stallungen immer total entspannt und ruhig. Sicherlich gibt es da auch mal Kontroversen zwischen dem einen oder anderen Reiter, aber das wird halt eben nicht im Stalltrakt ausgefechtet, denn da ist das echt, was ich mitbekomme, immer professionell. Was ich super spannend finde, ist, dass die Pferde genau wissen, wer sie füttert. Also bei uns im Stall ist es zum Beispiel so, wenn der Futterwagen losfährt, dann wissen die, jetzt gibt's Futter, und dann gibt es halt auch ein paar, die Remi-Demi machen und sich gegenseitig dann anstecken. Komischerweise habe ich das im Stallzelt noch nie mitbekommen. Also wenn die Nachbarpferde gefüttert werden und andere Pferde noch nicht, dann reagieren die gar nicht darauf. Also Pferde sind wirklich wesentlich cleverer, als man ihnen das, glaube ich, manchmal zutraut. Und das ist auch ein Punkt, wo ich dachte, dass das vielleicht voll die Unruhe macht, wenn jeder zu unterschiedlichen Zeiten füttert. Aber das ist irgendwie gar kein Problem. Also es hat mich echt gewundert, dass das kein Problem darstellt. Da viele der großen Turniere auch oft in den Innenstädten sind, gibt es halt eben keine riesen Weideflächen oder Paddocks, und es wäre wahrscheinlich auch nicht ganz so eine gute Idee, dann irgendwelche wildfremden Pferde nebeneinander auf Paddocks und Weiden zu stellen. Es sind ja auch mal viele Hengste mit dabei. Deswegen muss man ja den Pferden eine andere Möglichkeit geben, sich zu bewegen. Und da kommt es auch ein bisschen her, dass wir viel mit unseren Pferden spazieren gehen. Das haben wir nämlich so angefangen auf den größeren Turnieren. Denn neben dem, dass man die Pferde teilweise zweimal am Tag leicht reitet, werden sie auch viel spazieren geführt, um ihnen so viel Auslauf zu bieten. Und für die paar Tage, die sie auf dem Turnier sind, ist es auch definitiv kein Problem. Damit kommen sie super klar. Und ich finde es auch super angenehm, mit meinem Pferd spazieren zu gehen. Habe mir das deswegen ja auch angewöhnt, das in meinen täglichen Stallalltag mit einzubauen. Und so bietet man den Pferden auf jeden Fall ausreichend Bewegung während der Turniere. Ich habe jetzt wirklich lange überlegt, ob es mal eine Situation, einen Moment gab, in dem ich ein bisschen schockiert war oder dachte, das ist jetzt unfair dem Pferd gegenüber. Aber ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, es ist einfach ein professioneller Umgang mit den Pferden. Es sind halt Profis, die verdienen ihr Geld damit. Die wissen auch, dass ihr Pferd ihr Partner ist.
Und aufgrund der Pferdeerfahrung, die sie haben und auch die Pfleger, die die Pferde jeden Tag viele Stunden betreuen, ist natürlich auch, also du erlebst keine Situation, dass ein Pferd nicht auf einen Anhänger oder auf einen Transporter will, die Pferde verhalten sich nicht rüpelhaft, die Pfleger sind nie überfordert mit den Pferden, weil sie halt einfach Erfahrung haben und die Körpersprache der Pferde verstehen und ganz genau ihre Pferde auch kennen und wissen, wie sie mit denen umgehen müssen, dass einfach auch gar keine doofen Situationen entstehen. Natürlich gibt es immer Reiter, die sind mit mehr offensichtlichen Emotionen dabei, die umarmen ihre Pferde und loben sie ganz doll. Und andere Reiter sind da eher so ein bisschen kühl, aber das ist ja nicht unbedingt immer negativ. Das ist ja auch ganz normal. Manche Menschen sind halt eben überschwänglicher mit ihrer Emotion und andere halt nicht. Aber trotzdem habe ich nie etwas erlebt, wo ich, wo mir das Pferd leid tat oder sowas. Denn wie erwähnt, es sind halt einfach Profis. Was für mich auch ein ganz besonderes Erlebnis war mit meinen Pferden auf diesen Turnieren, das schweißt einen unheimlich doll zusammen. Das schweißt Pferd, Reiter, Pfleger einfach richtig eng zusammen, weil man merkt schon, dass die Pferde sich dann noch mehr an einem orientieren. Also die Bindung zwischen mir und Holly ist wesentlich besser noch geworden durch diese Turniere. Sie achtet auch im Alltag jetzt noch mehr auf das, was ich mache und ist mehr bei mir, weil man einfach viel Zeit miteinander verbringt und natürlich auch so ja, sich dann hat und Holly sich dann ja auch nicht mehr an ihre gewohnten Umgebung orientieren konnte, sondern nur an uns. Und das ist eine tolle Sache, denn ich muss sagen, das genieße ich sehr, dass sie jetzt einfach mich noch mehr als Bezugsperson sieht. Und damit möchte ich auch das Video, glaube ich, beenden, denn das ist so mein Schlusswort. Ich werde versuchen, dieses Jahr noch mehr euch mit hinter die Kulissen zu nehmen. Also ich versuche auch mal den einen oder anderen Reiter mir zu schnappen und ihn zu fragen, ob ich ihn mit der Kamera begleiten darf, damit ich euch das noch mehr zeigen kann, dass vieles genauso abläuft wie bei uns, dass die ihre Pferde lieben und dass man auch immer mal hin und wieder den einen oder anderen Reiter auch bei seinen Pferden beim Kuscheln erwischt. Man glaubt das ja gar nicht, weil diese Emotionen ja oft gar nicht so transportiert werden. Man vergisst oft, dass es wirklich ja ein Sport ist, wo viel Adrenalin und viel Anstrengung und sowas auch eben mit bei ist. Und gerade beim Springen, diese 60 Sekunden im Parcours vergleiche ich immer wie ein Sprinter, der seinen 100-Meter-Sprint hat. Natürlich verzieht er dabei sein Gesicht, hat die Augen wahrscheinlich weiter geöffnet und es ist super anstrengend in dem Moment. Aber das ist halt einfach Sport und da sind die Muskeln angespannt und da ist Adrenalin bei und so vergleiche ich das auch immer mit dem Reitsport. Weil wenn ihr mal darauf achtet, ich würde sagen 90% der Reiter oder noch mehr lassen nach Beendigung des Parcours den Zügel lang. Die Pferde strecken sich ganz entspannt nach unten ab, schnauben häufig, werden geklopft und reiten ganz entspannt raus. Und ich glaube nicht, dass ein Pferd so eine Entspannung auch eben nach außen transportieren würde und zeigen würde, wenn es Stress empfunden hätte in dem Kurs. Von daher bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ein Pferd, was da oben mitläuft, auch den Ehrgeiz selber hat und auch ein bisschen eben die Motivation für den Sport mitbringen muss, sonst könnte es vermutlich da gar nicht mitlaufen, wenn es da keine Lust drauf hätte. Und damit bin ich jetzt wirklich am Ende von meinem Video. Ich freue mich auf die Saison, hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt Interesse, noch mehr über das Thema zu erfahren. Und dann sehen wir uns ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.